Hallo Freunde, in diesem Film ja, begegne ich einen Fuchs, der wahrscheinlich die Räude hat. Ja, das kann man sehr schön erkennen. Also die Räude, genannt auch Fuchsräude, wird von der Grabmilbe übertragen, namens Sarcoptes scabiei. Und sie ist hoch ansteckend, ja. Wird meistens von Fuchs zu Fuchs übertragen und führt nach 3 Monaten spätestens zum Tod des Tieres. Ja, sie kann aber auch in Ausnahmefällen wieder ausheilen. Ja, also schaut es euch an. Ja, sehr schönes Anschauungsbeispiel. Und ja, ihr könnt ja auch mal was dazu schreiben, wenn ihr wollt. Und wenn es euch gefallen hat, ne? Daumen nach oben und positive Bewertung, da freue ich mich immer drüber. Ne? Könnt meinen Kanal auch abonnieren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Frank Otzmann. Das sind diese komischen. Mal sehen, was der Fuchs macht. Ja, er haut ab. Die habe ich ja noch mal runter. Das ist abgehauen. Das ist das.